Meine sehr verehrten Damen und Herren, Exzellenzen, geschätzte Mitglieder des Diplomatischen Korps, Präsident, Innenmagnifizenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das neue Jahr hat begonnen und ich freue mich wirklich sehr, es gemeinsam mit Ihnen begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, dass Sie alle die zurückliegenden Festtage mit Ihrer Familie, mit Freunden, zumindest etwas, so weit als möglich in diesen Zeiten haben, genießen können. Die schöne Kulisse des Leibniz-Saales der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vermag beinahe darüber hinweg zu täuschen. Wir leben in bewegten Zeiten. Krieg und Terror bringen entsetzliches Leid über Israel und die Ukraine. Beiden Ländern gilt auch weiterhin unsere uneingeschränkte Solidarität und unser Mitgefühl gilt allen, allen Leidtragenden. Doch auch hierzulande erfüllen mich die allzu lauten Rufe nach einfachen Lösungen und das erstarkende Echo der dunkelsten Stunden des vergangenen Jahrhunderts mit allergrößter Sorge. Die Spuren an den Säulen um uns, um sie alle herum, senden eine deutliche Botschaft. Heute, 75 Jahre nach der Verkündung unseres Grundgesetzes und 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution, müssen wir einstehen für unsere offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft, in der jedwede Form von Ausgrenzung, Antisemitismus, Rassismus und Gewalt keinen Platz hat. Und um dies ganz klar zu sagen, in der DFG und in DFG geförderten Projekten haben diese keinen Platz. Dazu gehört aber auch, dass wir uns engagieren müssen für die Freiheit von Gedanken und Meinungen und für die freie Wissenschaft. Denn sie sind Voraussetzung dafür, dass wir die komplexen und miteinander verwobenen globalen Herausforderungen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bewältigen können. Ladies and Gentlemen, Excellencies, distinguished guests. A new year has begun and it is a great pleasure for me indeed to welcome you and celebrate this new year together with all of you. I sincerely hope that you had the opportunity to enjoy as much as possible in these times the festivities with your family and friends. The beautiful backdrop of the Leibniz Hall of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities almost belies the fact. We live in uneasy times. War and terror are inflicting suffering on Israel and Ukraine. We continue to stand in full solidarity with both countries, and our sympathy goes to all those who are suffering. Yet, even in this country, the all-too-loud calls for simple solutions and the growing echoes of the darkest hours of the past century fill me with utmost concern. The marks on the pillars around us sent a clear message. Today, 75 years after the proclamation of our basic law and 35 years after the peaceful revolution, we must take a stand for our open, diverse, and democratic society in which any form of discrimination, antisemitism, racism, and violence have no place.
And we must be committed to freedom of thought, freedom of speech, as well as to free and knowledge-driven science, because they are essential preconditions for overcoming the complex and interwoven global challenges. Ja, meine Damen und Herren, eine dieser Herausforderungen, aber auch, ich will sagen, ein mögliches Werkzeug zu deren Lösungen, stellt die Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz dar. Daher ist das Thema KI aktuell auch ein Schwerpunkt des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und daher wird das Thema KI auch beispielsweise von unseren Landwirten und Landwirtinnen mit größtem Interesse verfolgt, wie ich heute früh im Gespräch mit den Demonstrierenden am Brandenburger Tor lernen konnte. Umso mehr freue ich mich, dass der Senat der DFG sich im Dezember letzten Jahres dazu entschieden hat, eine Senatskommission mit dem Titel Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen einzurichten. Mit diesem Instrument können wir die anstehenden Transformationen und die Aufgaben, die vor uns liegen, wissenschaftsbasiert begleiten, worauf ich mich sehr freue. Die Wissenschaft beschäftigt sich ja interessanterweise schon seit fast 70 Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Längst werden KI-Methoden zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt. Denken Sie beispielsweise an KI-gestützte medizinische Diagnostik. Die zunehmende Verbreitung von generativer KI aber löste vor etwa einem Jahr, wie Sie alle wissen, eine kontroverse gesellschaftliche Debatte aus. Diese zeigte sehr deutlich, ein unreflektierter Umgang mit KI ist den Chancen und Risiken, die sie den Menschen bietet, unangemessen. Denn längst ist klar, künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Die weitere Entwicklung der KI mitzugestalten, ist für die Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland eine Frage der Zukunftsfähigkeit, der Sicherheit und der Attraktivität als internationaler Partner. Für die digitale Souveränität und Resilienz unserer Gesellschaft ist zudem eine ethisch verantwortete KI von größter Bedeutung, auch um gesellschaftlicher Verunsicherung und Benachteiligung entgegenzuwirken. Wir begrüßen daher, dass die Europäische Union eine vorläufige Einigung über die Verordnung zur künstlichen Intelligenz erzielt hat. Der AI Act schützt die europäischen Werte und die Sicherheit der Grundrechte von Menschen und Unternehmen im digitalen Raum und er stärkt die freie, erkenntnisgeleitete Forschung an und mit künstlicher Intelligenz. Aus Sicht der Wissenschaft, und ich bin überzeugt, das gilt für alle Bereiche der Gesellschaft, ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI entscheidend, um deren Potenziale besser nutzen und Risiken minimieren zu können. Insbesondere in puncto Nachhaltigkeit brauchen wir dringend innovative Lösungen. Allein der Energieverbrauch von Rechenzentren ist mit ca. 4-5% des weltweiten Stromverbrauchs immens, Tendenz natürlich massiv steigend. Idealerweise sollte KI dazu beitragen, die gesamte Digitalisierung nachhaltig zu gestalten. Um KI nicht nur effizienter und nachhaltiger, sondern auch sicherer und transparenter zu machen, ist bei der Entwicklung und Verwendung klar zu trennen zwischen erwünschten Effekten und realen Missbrauchsrisiken. Safeguarding brauchen wir insbesondere gegenüber Menschenrechtsverletzungen und Desinformationskampagnen sowie im Bereich der Cybersicherheit. Erwünscht sind dagegen positive Veränderungen in der Arbeitswelt, in der öffentlichen Verwaltung,
im Bildungsbereich und in der Gesundheitsversorgung. Diesen Herausforderungen stellt sich die Forschung und mit ihr die DFG. Besonders die generativen Modelle sind für den Einsatz im Rahmen wissenschaftlicher Forschung bisher viel zu unzuverlässig und unpräzise. Bernhard Schöllkopf charakterisierte dies jüngst als Fiktionsmaschinen, die als Systeme darauf optimiert seien, möglichst plausible Geschichten zu erzählen. Vergangenes Jahr hat das DFG-Präsidium erste Leitlinien für den Umgang mit generativen Modellen im Forschungskontext veröffentlicht, die die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis und der Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse hervorheben. Darüber hinaus zielt das Förderhandeln der DFG darauf ab, den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland auch im Bereich KI weiter zu stärken. Bereits lange vor den aktuellen Debatten um generative KI hat die DFG eine strategische Förderinitiative für KI-Forschung initiiert. Hier lag der Fokus, viele von Ihnen werden sich erinnern, auf der Förderung von eminöter Nachwuchsgruppen und von Forschungsgruppen, ergänzt um trilaterale Projekte zur KI-Grundlagenforschung, gemeinsam mit PartnerInnen in Frankreich und Japan. Außerdem fördert die DFG erkenntnisgeleitete Spitzenforschung mit KI-Bezug über verschiedene Förderformate. Sowohl Grundlagenforschung zu Algorithmen und Modellen der künstlichen Intelligenz sowie zum maschinellen Lernen, als auch zu deren Einsatz in der wissenschaftlichen Forschung. Von besonderem Interesse sind aber auch die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen des Einsatzes von KI in nahezu allen Lebensbereichen. Als richtungsweisende Zukunfts- und Schlüsseltechnologie sieht sich KI im Zentrum eines hochdynamischen, globalen Wettbewerbs zwischen Wissenschaft und Industrie. Die Konkurrenz zwischen etablierten Forschungsinstitutionen und den Entwicklungsabteilungen großer Konzerne reicht von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung der großen KI-Modelle. In diesen Wettbewerb bringen beide teilweise unterschiedliche Stärken ein. Dazu gehören brillante Köpfe auf der einen und gigantische Recheninfrastrukturen auf der anderen Seite. Um in diesem globalen Wettlauf als attraktiver Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu reüssieren, müssen wir gemeinsam nach vorne denken. Wir müssen künstliche Intelligenz so entwickeln, dass sie unterscheidbar ist von den bestehenden Ansätzen und vor allem den Gefahren der bestehenden Ansätze. Eine technologisch führende KI, made in Germany, wenn man so sagen möchte, also die europäische Standards achtet und ethisch verantwortet, sozialverträglich und nachhaltig ist. Allerdings haben wir keine Zeit zu verlieren. Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit sind hier das Gebot der Stunde. Nicht nur zwischen einzelnen Forschungsgebieten, sondern vor allem auch zwischen Wissenschaft und Unternehmen. Eine starke, vertrauensvolle und verantwortungsbewusste Zusammenarbeit minimiert die gesellschaftlichen Risiken und findet Lösungen für die dringend zu verbessernde Ressourceneffizienz von KI. Sie stellt auch sicher, dass europäische KI-Lösungen die grundlegenden Persönlichkeits-, Urheber- und Datenschutzrechte sowie unsere verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit wahren. Eine derart sichere und wissenschaftlich nutzbare KI basiert auf einer besseren Systematisierung und qualitativ höherwertigen Kuratierung ihrer Datenbasis. Dies ist nicht nur für die weitere Entwicklung von transparenter und sicherer KI, sondern auch für die Erklärbarkeit ihrer Funktionsweisen sowie für die Belastbarkeit und Reproduzierbarkeit
ihrer Ergebnisse von zentraler Bedeutung. Bei der KI-Regulierung ist daher nicht nur die Freiheit der Forschung an und mit KI entscheidend. Unbedingt mitzudenken ist auch der freie Zugang der Wissenschaft zu den neuesten KI-Entwicklungen und den zugrunde liegenden Datensätzen. Um neben aktuellen Trends auch für die zukünftige und nachhaltige Entwicklung des Feldes offen und vorbereitet zu sein, gilt es dabei, die dynamische Forschungslandschaft in ihrer gesamten Breite zu berücksichtigen. Der eigentliche Schlüssel zur weiteren Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz aber sind die ForscherInnen selbst. Deshalb ist gerade hier entscheidend, was eigentlich für jeden Wissenschaftszweig gilt. Wir müssen die besten und kreativsten Köpfe gewinnen und gewährleisten, dass sie ihre exzellenten Ideen für ein freies Wissenschaftssystem entwickeln können und im Sinne des Gemeinwohls verwirklichen. Exzellente Forschung bedarf passgenau entwickelter fachlicher und interdisziplinärer Methoden. Ein besonders virtuoser Einsatz von KI kann ein Werkzeug unter vielen sein. Hybride Teams etwa können in bestimmten Kontexten ein gangbarer Weg sein. Co-kreative Prozesse mit KI als Sparringspartnerin zu nutzen und so den Forschungsprozess zu beschleunigen. Wie aber können wir solch eine hybrid erbrachte Forschungsleistung noch bewerten? Könnten durch KI erzeugte Forschungsergebnisse eines Leibniz-Preises würdig sein? Mit Forschungsförderpreisen wie dem Leibniz-Preis werden üblicherweise WissenschaftlerInnen für herausragende wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet. Diese Preise prämieren den genialen Geist, der von Neugier getrieben durch forscherische Exzellenz herausragende Erkenntnisse gewonnen hat. Die DFG beobachtet zurzeit, welche Auswirkungen die Verwendung von KI im Forschungsprozess auf die Zuschreibung und Bewertung von Leistung und Erfolg im Reputationssystem exzellenter Spitzenforschung hat. Vor allem für die Begutachtung und Bestimmung wissenschaftlicher Exzellenz könnte es in Zukunft entscheidend sein, den Beitrag der KI und die individuelle Forschungsleistung differenziert zu betrachten. Natürlich ist die Entwicklung und virtuose Nutzung von KI eine Leistung per se, aber dennoch geht es der DFG in ihren Gremien, in der Senats-AG Digitaler Wandel und im Austausch mit den GutachterInnen und den wissenschaftlichen Communities um die Standortbestimmung der WissenschaftlerInnen in ihrer Rolle gegenüber der KI. Künstliche Intelligenz kann Muster erkennen und aus statistischen Wahrscheinlichkeiten innerhalb einer vorgegebenen Datenmenge lernen. Menschen dagegen können ein tiefergehendes, konzeptionelles Verständnis eines Sachverhaltes erlangen. Ihre wissenschaftliche Neugier, Kreativität, aber auch Erfahrung ermöglichen es ForscherInnen so, auch dort in unbekannte Erkenntnisdimensionen vorzudringen, wo es kaum oder gar keine Datengrundlage gibt. Diese Vermessung wissenschaftlicher Terra Incognita auf der Suche nach Erkenntnis wird getragen von der Perspektivenvielfalt der Forschenden. Im Dialog zwischen dem umfangreichen Wissen erfahrener Forscherinnen und Forscher und den frischen Ideen von WissenschaftlerInnen in frühen Karrierephasen erschließen sich neue Wissenshorizonte. Die Essenz der Erkenntnissuche, des tiefen Verständnisses für das Wesen der Dinge und der genialen Innovation ist ein wesentliches Momentum von Forscherinnen und Forschern.
In der Zusammenarbeit brillanter Köpfe bricht sich Kreativität Bahn. Erzeugen menschliche Charakterzüge, viele von Ihnen werden das erlebt haben, menschliche Charakterzüge und Widersprüchlichkeiten, eine konstruktive Reibung. So potenziert das gemeinsame Denken wissenschaftliche Exzellenz und eröffnet im Diskurs oft schon unterwegs neue Horizonte, die maschinell kaum bis gar nicht zu erreichen sind. Denn bahnbrechende Neuerungen können über den gesamten Verlauf eines Forschungsprozesses entstehen, sei es in Form eines geschärften Problembewusstseins, innovativer Ansätze oder weiterführender Fragen. Die wissenschaftliche Erkenntnis selbst ereignet sich damit als Kristallisationspunkt, der neue Perspektiven, Schlussfolgerungen und Entwicklungen zulässt. Während das Ergebnis für KI den Schlusspunkt der Erkenntnisfindung markiert, beginnt die Erkenntnis in uns Forschenden und im wissenschaftlichen Diskurs erst ihre eigentliche Wirksamkeit zu entfalten. Im menschlichen Bewusstsein kann wissenschaftliche Erkenntnis reifen, zu wohlüberlegten Entscheidungen führen und schließlich ihr enormes Potenzial entfalten. Erkenntnis erweitert das Spektrum von Handlungs- und Entscheidungsoptionen für Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und die Wissenschaft selbst. Auf persönlicher Ebene kann sie in uns Forschenden ein Bedürfnis nach Reflexion und Vergewisserung wecken, ein Bedürfnis nachzusinnen, unsere Hypothesen und Lösungswege zu hinterfragen, das Ergebnis zu überprüfen. Vor allem aber vermag die Erkenntnis in uns Forschenden eine Begeisterung zu entfachen, eine Lust, die Antrieb und Auftrag für weitere vertiefende Forschung ist. Diese Behutsamkeit auf der einen und Begeisterung auf der anderen Seite prägen eher menschliches Forschen denn maschinelles. Auch wenn KI mimetisch angelegt ist, man ihr menschenähnliche Züge, Intelligenz zuschreibt, sie ist kein Subjekt. Echte Empathie, Ambiguität und Aphorismen, ja überhaupt Humor, Ironie und das produktive Spiel mit Mehrdeutigkeiten gelingen ihr eher schwerlich. Diese sind ihr ebenso fremd wie die menschliche Fähigkeit, durch Missverständnisse zu Lösungen zu kommen, die wir weder intendiert noch vorhergesehen haben. Künstliche Intelligenz bleibt ein zugegebenermaßen revolutionäres und überaus kraftvolles Werkzeug, das wir ethisch und verantwortungsbewusst gestalten und nutzen sollten. Dies gilt besonders für die Wissenschaft, deren Erkenntnisfindung seit Jahrhunderten technologisch bedingt und durchdrungen ist. Die der Wissenschaft zur Verfügung stehenden Werkzeuge prägten stets den Charakter zeitgemäßer Forschungstätigkeit und werden diesen auch in Zukunft prägen. Denken Sie an den Buchdruck, Galileos Fernrohr oder wie sich die einstige Lebensaufgabe, ich gehöre im Prinzip noch zu dieser Generation, die einstige Lebensaufgabe der Genomsequenzierung mittlerweile binnen kürzester Zeit automatisiert erledigen lässt. In dem Maße, wie wissenschaftliche Werkzeuge den Horizont potenziellen Erkenntnisgewinns erweitern, verändern sie auch unsere Wahrnehmung von exzellenter Forschungsleistung. Diese Dynamik formt eine der Konstanten der Wissenschaftsgeschichte und prägt unsere sich stetig weiterentwickelnde Wissenschaftsgesellschaft. Unsere Fähigkeiten verändern sich mit jedem technologischen Meilenstein. Oft werden wir uns durch sie auch erst zuvor verborgener Talente bewusst. Künstliche Intelligenz
fordert uns nun in unseren kognitiven Fähigkeiten, lernen und neues Wissen erschließen zu können, heraus. Und es ist eine Herausforderung. Dadurch eröffnet sie uns neue Möglichkeitsräume der Weiterentwicklung in einem Bereich, den wir seit jeher als ein sinnstiftendes Element des Menschseins erleben. Mich stimmt optimistisch. KI kann die wissenschaftliche Erkenntnisfindung unterstützen und dazu beitragen, die Lösung der globalen Menschheitsfragen zu beschleunigen. Wie wir Menschen unsere Zukunft mit der künstlichen Intelligenz gestalten werden, aber liegt in unserer Hand. Die Wissenschaft erforscht, wie wir dieses Instrument so effizient, transparent, vertrauenswürdig und sicher wie möglich entwickeln und zum bestmöglichen Nutzen unseres Miteinanders auf diesem Planeten einsetzen können. Vielen Dank.